Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, euer Uli vom Strebenrunner-Projekt und heute möchte ich gerne mal über Doping sprechen, Doping beim Ausdauersport und auch im Allgemeinen, warum das eigentlich eine große Schnapsidee ist, wenn du das machst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich auch darüber, wenn du mir einen Daumen nach oben schenkst. Bis gleich. Ja, Doping und Sport, das ist natürlich ein krasses Thema auch, gerade im Hinblick, weil wir ja hier eher den Laufanfänger in den Vordergrund stellen, oder ich jedenfalls. Und es ist ja auch so, dass das halt ein Thema ist, wo sich viele ja gerade Gedanken machen, wenn sie jetzt ihre Leistung steigern wollen, dass sie sagen, okay, ich will jetzt Doping betreiben, obwohl das totaler Schwachsinn ist, ja. Aber in vielen Gesellschaftskreisen, beispielsweise bei Bankern oder auch bei Workaholics, ist es ja auch so, dass sie da auf Mittelchen zurückgreifen, die pushen, und da fängt das Doping ja auch schon an, und man läuft da echt Gefahr, die ganze Zeit zu überpacen, der ganze Hormonhaushalt wird durcheinander gebracht, deine Sexualität funktioniert wahrscheinlich dann im Zweifel nicht mehr. Ich kann darüber nicht so viel sagen, aber ich möchte dieses Thema einfach mal trotzdem ansprechen, weil ich das für wichtig halte, dass ihr, gerade wenn ihr jetzt eure Leistung steigern wollt, das auch ein Stück weit akzeptieren müsst. Ihr seid Hobbysportler, ich bin auch nur Hobbysportler, und es bringt dir nichts, wenn du jetzt anfängst mit irgendwelchen Pillen oder Blutdoping, im schlimmsten Fall dann auch noch sowas, das zu machen, weil es geht im Prinzip darum, dass du was für deine Gesundheit tust, und das steht für mich auch hier als Lauftrainer im Vordergrund, dass ihr das auch beherzigt. Setzt da lieber auf gesunde Ernährung, auf eine gesunde Ernährungsweise, und macht euren Ausdauersport, euer Krafttraining, aber nutzt nicht solche Mittelchen, weil dann, es kann ja nicht der Sinn dahinter sein, dass die Seele im Prinzip befriedigt wird und dein Körper ist im Prinzip das Instrument dazu, das zu bedienen. Bleib gesund und sportlich, aber dopt bitte nicht für diesen Hobbysport. Extrem langweiliges Thema, trotzdem möchte ich das gerne ansprechen, weil mir das wichtig ist, dass das hier auch auf dem Kanal seine Berechtigung findet, dass dieses Thema einmal angesprochen wurde. Und ich kann dir nur empfehlen, hör auf deinen Körper, auf dein Körpergefühl, schau an, wo ist nachher deine Leistungsgrenze, und akzeptiere das einfach, dass du nicht mehr leisten vielleicht imstande bist, ja. Ich bin zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin jetzt auch 1,89 groß, wie wahrscheinlich tatsächlich 90 Kilo mittlerweile, weil ich auch Kraftsport mache und so weiter und so fort. Und habe jetzt nicht unbedingt die Konstitution, um im Prinzip ganz weit vorne zu laufen. Und ich musste es auch vor ein paar Jahren dann auch akzeptieren, dass ich halt ja unter 40 Minuten die 10 Kilometer, das ist dann schon bald schon mein Maximum gewesen dann zu der Zeit, ja. Vielleicht schaffe ich auch 35 Minuten irgendwann mal, ich weiß es nicht. Aber es ist nachher schon eine Hausnummer, und nur mit Hilfe des Dopings würde ich wahrscheinlich das auch vielleicht auch erreichen. Und ich sage aber trotzdem, ich mache es nicht, weil es einfach Schwachsinn ist. Weil wir sind Hobbysportler, wir wollen unseren Sport gerne machen und wir wollen es auch gerne langfristig machen, möglichst ein Leben lang. Und dafür setze ich mich ein. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß auf YouTube. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf deinen Besuch und natürlich gibt es morgen wieder ein Video. Bis dahin, euer Uli. Tschüss.